Realität nicht entspricht, dann wird sich das sehr schnell durchsetzen. Ich habe mir überlegt, wie ich Ihnen das, was wir versuchen seit einigen, mit den 20 Jahren, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wann wir angefangen haben, tun, wie ich Ihnen das am besten näher bringe, und bin sehr schnell dahinter gekommen, dass es nur geht, wenn ich über das, was wir tun, reflektiere und wenn ich über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen reflektiere. Da hole ich jetzt sehr weit aus, aber auch sehr kurz. Ich habe vor einigen Jahren mit einem befreundeten Dokumentarfilmer einen Dokumentarfilm zur NS-Euthanasie in Salzburg zum Thema Lebensunwert gemacht. Durch Zufall haben wir auf einer Wiese mit dem Hochkönig-Massiv im Hintergrund, ich kann das dann auch zeigen, einen Menschen mit Behinderung gefunden, der dort gestanden ist, vor einem Brunnen, der plätschert, mit einem Wecker in der Hand und wunderschön in der Landschaft stand. Der Film hat damit aufgehört, dass er nicht mehr in der Landschaft stand. Das war der Ausgangspunkt für unsere Arbeit. Ich habe, nachdem ich 10 Jahre lang am, unter Anführungszeichen, wieder normalen Theater gearbeitet habe, nicht gewusst, wo ich hin will, habe ein Jahr lang in einem Schwerstbehindertenheim gearbeitet. Das war 1992, und bei einer Aufräumaktion haben wir die zwar nicht mehr in Verwendung befindlichen, aber immerhin letzten Zwangsjacken aus dem Kasten hinten vorgeräumt und weggeschmissen. Die älteren Betreuerinnen erzählten mir noch, wie das Essen, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise in eine große Schüssel geworfen wurde, das angeliefert wurde von einer Küche und mit dem Moulinex zu Brei verarbeitet wurde und dann verfüttert wurde. Das war 1992. Das war sicher, das war eine Landesinstitution. Aber das war noch sehr stark in den Köpfen. Das heißt, Menschen mit Behinderung wurden zuerst vernichtet, versteckt, wurden dann versorgt, also das klassische warm, satt und ein Dach über den Kopf. Und ich wurde in dieser Zeit, ich habe dann angefangen, wieder freie Theaterprojekte zu machen. Ich wurde in dieser Zeit von einer Bekannten gefragt, ob ich nicht einen Workshop mache mit Menschen mit Behinderung. Eine sehr kurze Geschichte, und habe dazu gesagt, aus diesem Workshop ist ein längerer Workshop entstanden, und da ist eines dieser Initialerlebnisse passiert, die mich eigentlich bis heute an dieser Arbeit halten. Es hat ein junger Mann im Rollstuhl, ein Spastiker, ich habe ganz banal die Frage gestellt, was willst du spielen? Und er gab mir zur Antwort, er konnte nur den Kopf halbwegs kontrolliert bewegen, sonst überhaupt nichts. Er gab mir zur Antwort Andy Goldberger. Okay, Andy Goldberger war damals der weltbekannteste Skispringer, der hat alles gewonnen, was es gibt, Skiflugweltmeister und. Okay, Andy Goldberger. Gut, wir haben 10 Termine lang an dieser Nummer Andy Goldberger gearbeitet, nur mit seinem Kopf. Etwas anderes war nicht möglich. Dieser junge Mann hat dann in einer kleinen Präsentation, der Raum war ungefähr so groß wie hier, auch ungefähr so viele Leute, Andy Goldberger gespielt, hat einen Spot nur auf seinen Kopf bekommen und ist am Start gestanden, die Anlaufspur hinuntergefahren, ist abgehoben und ist geflogen. Geflogen, geflogen, geflogen. Es war mucksmäuschenstill im Raum. Ich weiß nicht wie lange. Sehr, sehr lange ist er geflogen. Und dann ist er gelandet
es war sowas von klar, dass er Sieger und Weltmeister war. Und der Applaus war auch so euphorisch, weil es so klar war. Und das war eines dieser Erlebnisse, wo ich mir gedacht habe, verdammt, so etwas habe ich am professionellen Theater schon lange nicht mehr gesehen. So bin ich schon lange nicht mehr herausgegangen. Da gab es noch ein paar solche Erlebnisse, die erzähle ich jetzt nicht, das würde auch zu lange dauern. Die haben Sie sicher auch alle gehabt. Dann haben wir versucht, ganz wichtig ist der Wolf Junger, Choreograf, Tänzer, Regisseur, der mittlerweile die Blauen Hunde, das ist die Theatergruppe der Lebenshilfe Salzburg, leitet. Dann haben wir versucht, hier einen professionellen Zugang zu finden und Menschen mit Behinderung in die professionelle Theaterarbeit hereinzuholen, mit der wir ja ohnehin beschäftigt waren. Das hat das erste Mal 1999 in einem großen Projekt gemündet, das war Calderons Das Leben ist ein Traum, in einem Zirkuszelt im Salzburger Volksgarten. Und da ist etwas passiert, das war mir damals überhaupt nicht bewusst. Das war eine wilde Mischung aus fantastischen Musikern, Schauspielern aus der sogenannten Alternativszene, auch ein paar andere Menschen mit Behinderung. Unterstützt wurde das Projekt vom Salzburger Bürgertum, weil durch die Partnerschaft mit der Lebenshilfe, die plötzlich auch als Unterstützer da waren, das heißt, wir hatten plötzlich ein Projekt, in dem eine alternative Kulturszene, Menschen mit Behinderung, das sehr, sehr bürgerliche Salzburg eine Begegnungsfläche hatten, und dieses Projekt hat einfach wahnsinnig eingeschlagen und großen Jubel ausgelöst. Ich hatte danach das Problem, dass mir keine Bank mehr einen Kredit geben wollte und habe die Schulden aus diesem Projekt abgezahlt, aber es war wahrscheinlich die Investition, die uns weitergebracht hat. Ich erzähle das nicht, weil es so toll ist, sondern weil ich zeigen möchte, in welchen Strukturen arbeiten die. Und wahrscheinlich kennen das alle von Ihnen, weil irgendwie haben alle so angefangen. So, das ging dann weiter mit mehreren kleineren, größeren Projekten. Das nächste war von Alexander Dick, das ist einer unserer wichtigsten Protagonisten, wie Alexander die Welt erschuf. Das war so eine Schöpfungsgeschichte. Alexander Dick hat einen Forscher gespielt. Alexander Dick hängt einer Fantasie nach, ein großes Reich zu schaffen. Also wenn wir das irgendwann auf die Bühne bringen, dann ist Herr der Ringe ein kleiner Spot dagegen. Also Alexander Dick hat in dieser Produktion durch Gentechnik einen neuen Menschen erschaffen, hat diesen neuen Menschen, das war die Gruppe der Blauen Hunde, hat diesen neuen Menschen dann auf eine Insel versetzt und hat auf dieser Insel diesem neuen Menschen die perfekte Erziehung angedeihen lassen. Es hat dann auf der Bühne so ausgeschaut, dass er versucht hat, unserer Truppe das perfekte A beizubringen. Also es ist sehr humorvoll aufgelöst worden. Was mich dann fasziniert hat, war, er hat genau die zwei Theorien, die unsere Geschichte in den letzten paar Jahrzehnten am schlimmsten, sage ich jetzt, beeinflusst haben, nämlich den neuen Menschen von Stalin und die Rassentheorie von Hitler, in einer Vision zusammengeführt. Und das sehr, sehr stark auf den Punkt gebracht. Und das ist von einem Menschen mit Behinderung gekommen. Wir haben dann kontinuierlich weitergearbeitet, immer wieder größere Projekte gemacht, wurden vielfach, mehrfach ausgezeichnet. Zum Calderon noch zurück. Im Nachhinein habe ich darüber nachgedacht, warum ist dieses Projekt so eingeschlagen? Ich glaube, es ist etwas aufgebrochen. Wir haben mit dem Sigismund eine ganze Gruppe von Menschen mit Behinderung in den Keller gesperrt, die dann mit Sigismund ausgebrochen sind und die Bühne erobert haben. Der gesamte Hofstaat war besetzt mit Menschen mit Behinderung
und das bürgerliche Salzburg hat applaudiert. Das habe ich damals nicht ganz verstanden. Was ich dann irgendwann verstanden habe, war, dass dieses Wegsperren, dieses in den Untergrund drücken, diese Altlast der Euthanasie, dass die immer noch ganz, ganz stark in den Köpfen und Herzen war. Und dass es durch diese wahnsinnig opulente Lebensfreude auch dieses, dieses Trauma ein bisschen aufgetaucht ist. Also ich glaube, dass das ausschlaggebend für den Erfolg dieser Geschichte war. Okay, das andere kennen dann wahrscheinlich viele. Wir haben immer wieder, also kleine Projekte kontinuierlich gemacht, größere immer wieder einmal. Wir wurden ausgezeichnet mit allen möglichen Preisen, sind vom Schulterklopfen immer wieder 10 cm kleiner geworden, haben versucht, das irgendwie zu finanzieren. Trotzdem rückblickend betrachtet ist das stetig ein klein bisschen gewachsen. Trotzdem, wenn ich mir anschaue, wo wir heute stehen, was haben wir an Struktur? Es gibt Theaterpädagogik in der Lebenshilfe Salzburg, das ist der größte Anbieter für Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung im Land Salzburg. Es gibt eine Laube Theaterwerkstatt, das ist eine, die Laube ist ein Verein für Menschen mit psychischen und sozialen Problemen, mit mehreren Beschäftigungswohn- und Freizeitprojekten. Es gibt das Theater Ekze, es gibt mittlerweile, wir haben mittlerweile das Glück, eine hervorragende Infrastruktur, also ein Konzert- und Theaterhaus mit bis zu 350 Plätzen, nutzen zu dürfen, das von Daniel Borsche am Rande der Stadt errichtet wurde, nicht für uns ursprünglich als, als Festsaal für die dortige Rudolf-Steiner-Schule, der ist aber sehr bald zu groß geworden ist. Das heißt, uns steht jetzt für wirklich zu sehr, sehr günstigen Konditionen eine wunderbare Infrastruktur zur Verfügung. Allerdings fehlen uns die Mittel, sie ausreichend zu bespielen. Das ist wahrscheinlich vielen auch nicht ganz unbekannt. Derzeit arbeiten wir an einem relativ groß angelegten Peer-Gynt-Projekt, der im letzten Juli mit Vorarbeiten begonnen. Also die Arbeit ist irgendwie so aufgebaut, dass wir versuchen, mindestens ein Jahr vorher mit Materialsammlungen, mit Improvisationen zu beginnen und in einer Endprobenphase von circa 2 Monaten dann die Produktion fertigzustellen und zu spielen. Wir touren sehr, sehr wenig, weil es meistens sehr große Projekte sind. Also ich weiß nicht, Don Quixote war eine so eine Geschichte. Ich glaube, wir waren über 30 Leute, die unterwegs waren. Zum Teil, also im Calderon-Projekt, glaube ich, waren 65 Menschen beschäftigt, in Romeo und Julia auch 50 Menschen auf der Bühne. Das ist relativ kostspielig zu tun. So, da, was haben wir noch gemacht? Wir haben, aufgebaut ein kleines Netzwerk von Künstlern und Künstlerinnen, die sich in ihren Projekten auch mit Menschen mit Behinderungen beschäftigen, mit Randgruppen generell, um eine Plattform zu bieten, an der Institutionen, Vereine, Gruppen andocken können, die solche Projekte machen wollen, aber irgendwie nicht wissen wie. Das ist auch aus der Praxis heraus entstanden, weil einfach relativ viele Anfragen, was nicht von Schulen, Kulturvereinen und so weiter gekommen sind, die wir nicht in der Lage waren zu erfüllen. Und dann haben wir gesagt, naja, dann bündeln wir wenigstens diese Geschichte, damit wir vermitteln können. Wir sind leider nicht in der Lage, Projekte wirklich auch aktiv anbieten zu können, weil uns die Mittel dazu fehlen. Das heißt, es kommen Anfragen und wir können dann behilflich sein, so ein Projekt auf die Beine zu bringen, weil wir natürlich mittlerweile über ein bisschen Know-how und ein bisschen Kontakte verfügen. Aber wir können leider nicht sagen, ja, das machen wir. Dazu fehlt uns einfach das Geld. Also ich sehe das Theater Ekze nicht so sehr als
als Theater für Menschen mit Behinderung. Ich sehe es eher als gesellschaftspolitisches Theater. Wir machen zum Teil Produktionen, in denen keine Rollen mit Menschen mit Behinderung besetzt sind. Das hat einfach oft mit dem Thema zu tun. Wir haben zum Beispiel auch Gorkis Nachtasyl gemacht mit jugendlichen Flüchtlingen, mit Menschen mit Psychiatrieerfahrung. Einige wenige Menschen mit Behinderung waren da drinnen. Ich würde sagen, die Besetzung hängt sehr stark vom Thema des Stückes ab. Und wir sind natürlich dadurch auch immer im Salzburger Kontext. Ich glaube auch, dass Theater im Großen und Ganzen regional funktioniert und irgendwo regional eine Heimat haben muss. Allerdings freue ich mich natürlich wahnsinnig, wenn ich dann merke, dass solche Geschichten wie das Back-to-Back-Theater, wenn ich die plötzlich im Programm der Wiener Festwochen sehe, dann denke ich mir, okay, langsam kommen die Dinge dort an, wo sie ankommen sollen. Und ich habe jahrelang argumentiert und ich habe einige Jahre bei den Salzburger Festspielen gearbeitet und habe wirklich in solchen Gesprächen immer wieder gesagt, ich schreibe ja auch nicht ins Programm der Salzburger Festspiele mit Menschen mit Psychiatrieerfahrung, mit Alkoholkranken, mit Magenoperierten, mit Knieledierten. Also ich habe immer versucht, mich aus diesem Kontext möglichst herauszuhalten. Es ist uns nicht immer gelungen. Ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr schlimmen Rückschlag erlebt. Wir wurden 2007 beauftragt von der Lebenshilfe Salzburg, eine Produktion zum 40-jährigen Jubiläum zu machen. Das war das erste Mal, dass jemand die Produktionskosten aufgestellt hat, für uns übernommen hat und wir wirklich nur umsetzen mussten. Das war ein richtiger Luxus. Es war nicht mehr Geld da wie sonst, aber wir mussten uns nicht drum kümmern. Also das war sehr schön. Wir haben dann unter dem Titel Jeder Mensch uns mit Themen des Salzburger Jedermanns beschäftigt, also des Hoffmannstals Jedermanns. Das war ein Vorschlag, bei dem wir zuerst einmal, also wie uns der gemacht wurde, mit Wolfjung und mit diesem reaktionären wir haben dann aber angefangen mit den unterschiedlichen Gruppen zu den Themen, die fantastisch sind im Stück, zu improvisieren. Und die Gruppen sind sehr auf die Themen angesprungen. Und ich glaube, es ist uns dann auch eine sehr, sehr schöne Geschichte gelungen, die auch fulminant gelaufen ist, die wirklich zu einem völligen Neuauftritt der gesamten Lebenshilfe Salzburg geführt hat. Also die haben ihr Logo und ihren Auftritt, die haben wirklich das auch intern, ihre Strukturen, also da hat sich wirklich was verändert durch diese Geschichte. Es war auch wahnsinnig mühsam, weil ein Theaterbetrieb und ein Versorgung, ich sage es jetzt ganz, ganz leger, ein Versorgungsbetrieb für Menschen mit Behinderung, da kracht so viel zusammen. Also die Strukturen sind manchmal so diametral entgegengesetzt, mit denen kämpfen sie wahrscheinlich auch alle. Bei diesem Projekt ist mir eines passiert, da habe ich mich dann gefragt, naja, und wozu arbeiten wir jetzt seit 10 Jahren oder länger? Das allererste Foto, das hinausgegangen ist, also wir haben immer versucht, Bilder, die auch unserem Weltbild entsprechen, nach außen zu tragen. Don Quixote-Plakat zum Beispiel, fällt mir gerade ein, ist ein Darsteller ohne Behinderung, ein Darsteller mit Behinderung, sind die beiden Gesichter völlig gleichwertig nebeneinander. Schwarz-Weiß-Foto am Plakat, also Don Quixote und Sancho Panza. Das waren so Bilder, die wir sehr, sehr gerne nach außen getragen haben. Wir hatten, worüber wir sehr froh waren, als Testimonial hat sich der Herr Simonischek zur Verfügung gestellt. Wir hatten einen Fototermin auf der Jedermann-Bühne. Das erste Bild, das von einem Fotografen für dieses Projekt nach außen blieb, schaut folgendermaßen aus. Der Herr Simonischek und der Stefan Wartbichler, ein grandioser Schauspieler mit Down-Syndrom, der Simonischek streichelt dem Herrn Wartbichler über den Kopf. Dieses Bild, das konnten wir nicht beeinflussen. Also das sind so die kleinen Rückschläge. Ein weiterer Rückschlag
Also ich bin ein bisschen skeptisch, was das Thema Inklusion betrifft. Ich bin natürlich hundertprozentig da dabei, dass es im normalen Leben ankommen sollte. Mir hat vor einigen Wochen, vor 3 oder 4 Wochen, der Geschäftsführer der Lebenshilfe Salzburg die Unterstützung für das Bergünd-Projekt aufgekündigt. Nicht, weil er das will, sondern weil er schon das 2. Jahr keinen Vertrag mit dem Land hat und nicht weiß, ob er nicht in seinem Betrieb 100 Menschen kündigen muss. Und da sind wir nach wie vor das letzte Glied in der Kette. Und ich glaube, ich sage das in diesem Rahmen, weil ich glaube, dass es vielen so geht. Ich würde mir auch wünschen, dass wir das Geld und die Unterstützung für unsere Projekte nicht aus dem Sozialressort bekommen, dass wir das aus dem Kulturressort bekommen, da gehört es, und aus dem Kunstressort, da gehört es meiner Meinung nach hin. Darüber hinaus glaube ich auch, dass ein Modell sinnvoll sein könnte, das es ja auch gibt, DIKWA und. Dass die Menschen, die das machen wollen, direkt unterstützt werden. Also wir fangen jetzt langsam an zu überlegen. Der Wolf Junge hat vor kurzem mal zu mir gesagt, du, in 5 Jahren gehe ich in Pension. Was machen da Alex und der Stefan da? Ich nenne jetzt die Art. Also Alexander Dick und Stefan Wartbichler sind zwei unserer wichtigsten Schauspieler, mit denen man mittlerweile, würde ich sagen, auf einem professionellen Niveau arbeiten kann. Also für die der Wegfall dieser Arbeit wirklich das Wegnehmen des Berufes wäre. Das heißt, wir sind immer noch dort, dass diese Arbeit, wenn man ganz streng hinschaut, an zwei Menschen hängt. An den Wolf Junger und an mir und natürlich an einem mittlerweile ziemlich großen Umfeld von Künstlerinnen und Künstlern, die in den Projekten immer wieder beteiligt sind. Und wir haben immer noch nicht die Struktur, dass man sagen könnte, okay, das funktioniert jetzt als Struktur. Und das haben wir uns jetzt zum Ziel gesetzt, dass wir sagen, wir möchten jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, daran arbeiten, dass wir auch irgendwann sagen können, dass wir uns auch zurückziehen können, dass wir sagen können, okay, das geht trotzdem weiter, diese Möglichkeit gibt es trotzdem noch für Menschen mit Behinderung, für Menschen mit Psychiatrieerfahrung an Theaterprojekten teilzunehmen und die zu machen, dass das einfach nicht mehr so an Menschen hängt. Eins vielleicht noch, ich habe diesen Titel, den ich da gewählt habe, ja, so im Alltagsstress, wir brauchen einen Text für das Programm. Es ist aber schon so, dass ich glaube, das, was mich an der Arbeit hält, sind mittlerweile die Erfahrungen in den Proben, die Begegnungen in den Proben. Sonst hätte ich da schon lange hingeschmissen. Wir haben gerade diese Woche eine Probe zu dieser Bergmüt-Geschichte gehabt, die Vorgabe war, da gibt es diese Szene, wo Bergmüt sich schon ganz am Ende bei der Rückkehr nach Hause erleidet der Schiffsbruch und findet sich auf einer Planke wieder gemeinsam mit einem Koch. Diese Planke im stürmischen Meer trägt aber nur einen Menschen. Und die beiden fangen an, miteinander zu diskutieren, wer von den beiden jetzt untergehen soll, also das heißt, wer mehr wert ist. Und wir haben mit dieser Vorgabe improvisiert, ganz einfach, ein Sessel, einer muss sich diesen Sessel erkämpfen, einer nicht. Das war schon sehr, sehr spannend. Vor allem, fasziniert sind die, aus solchen Themen den Humor herauszuholen.
fällt Profischauspielern nicht immer ganz leicht. Es war so lustig. Und ich glaube, es sind diese immer wieder überraschenden Geschichten, die mich einfach daran hängen lassen. Da fällt mir zum Beispiel noch eine ein, ganz am Anfang aus dem Calderon-Projekt. In den Proben, der Wolf Junger, Tänzer, Choreograf, hat in diesem Stück eine ganz, ganz kleine Rolle übernommen, nämlich einen Tanzlehrer am Hof von Sigismund, und dieser Tanzlehrer wird ermordet im Stück. Okay, Sigismund erwürgt den Tanzlehrer, der bleibt tot auf der Bühne liegen. Was passiert? Eine der Darstellerinnen mit Behinderung stürzt auf ihn hin, versucht ihn niederzubeleben, es gelingt nicht, fängt an, ihn mit magischen Formeln zu beschwören, versucht mit allen Mitteln, dass der wieder aufsteht. In dieser Probensituation hat sie das völlig ernst genommen, der war für sie in dem Moment tot. Wir haben es dann geschafft, das wiederholbar zu machen, also das hinzukriegen, dass es gespielt ist. Das sind für mich so diese Momente, wo man, das würde mir nicht einfallen. Also diese, wobei es der geradeste Zugang überhaupt ist. Was will man von einem Menschen, der tot ist, dass er wieder aufsteht? Und ich glaube, das sind die Momente, wo ich mir denke, ja, das zahlt sich aus. Und, ich würde gerne in dieser Richtung weitermachen, würde mich aber auch freuen, wenn es noch mehr Druck gäbe, diese Arbeit in die, jetzt mit Anführungszeichen, in den normalen Theaterbetrieb oder Kulturbetrieb hineinzubringen, wobei ich auch da meine Zweifel habe. Ich kenne auch Projekte, wo das versucht wird. Ein normaler Theaterbetrieb heißt halt 6 Wochen Probenzeit, das Ding muss funktionieren und laufen. Das heißt, in diese Projekte kommen dann erst recht wieder nur Leute hinein, die unter Anführungszeichen funktionieren. Und normalerweise für ein ordentliches, ausgereiftes, größeres Projekt, bevor man wirklich zu proben beginnt, ein Jahr Vorlaufzeit, würde ich fast sagen, ist Bedingung. Weil die Dimension Zeit einfach eine andere ist. Und ob es da wirklich Möglichkeiten gibt, das in den Theaterbetrieb auch zu integrieren, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich habe eine Erfahrung, die jetzt etwas anders ist. Wir haben relativ viel mit Akrobatik gearbeitet und haben in einer Produktion es wirklich auch geschafft, über 8 Monate an einer Nummer zu arbeiten und die dann in ein Theaterstück zu integrieren. Ein Jahr darauf wurde dasselbe mit demselben Trainer, weil er natürlich auf der Bühne wunderbar ist und funktioniert hat, an einem großen Theater versucht nachzumachen. Die sind kläglich an den Strukturen gescheitert, weil es nicht möglich war, über so einen langen Zeitraum das Ensemble überhaupt dafür freizukriegen. Also ich glaube auch, dass das mir persönlich wäre am liebsten, unser Projekt würde ordentlich mit Geld ausgestattet, dass wir endlich einmal in Ruhe an den Dingen arbeiten können, dass wir uns das, was es zusätzlich braucht, nämlich natürlich auch die Betreuung hintenrum, die Transporte, das Catering und, das kennen alle, dass das auch sicherzustellen ist, dass wir da nicht immer auf ein halb Hauptehrenamtlicher von einer Institution und 3 Ehrenamtliche und 2 Praktikanten, Praktikantinnen, also das kostet dann unheimlich viel Energie, das immer aufzustellen. Und ich glaube schon, dass sich relativ viel mit höheren Produktionsbudgets lösen ließe, so einfach das auch klingt, aber mir wäre es am liebsten.
gut, ich glaube, Sie hören schon sehr lange zu. Fragen jederzeit. Ich habe auch ein paar Videos mit. Wenn jemanden die Arbeit interessiert, schicke ich natürlich auch gerne was zu. Lade herzlichst ein, uns zu besuchen. Natürlich gibt es auch eine Homepage, die ist momentan ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wird aber in Kürze wieder aufgeteilt. Ja. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danach treffen wir uns.